In seiner Pressekonferenz nahm Landeshauptmann-Stellvertreter Sepp Leitner zu den jüngsten Spekulationen mit Steuergeld Stellung und erforderte einen Spekulationsstopp in Niederösterreich. Zum Ersten, sehr geehrte Damen und Herren, stellt sich immer wieder die Frage bei den Diskussionen rund um die Spekulationen mit Wohnbaugeldern, in welchen Bereichen hier investiert wurde seitens der FIBEG, die Finanzierungs- und Beteiligungsmanagement GmbH, so heißt sie, ist ja jenes Vehikel, das sozusagen im Auftrag des Landes, beziehungsweise in diesem Fall der ÖVP, weil die anderen Parteien ja nicht mitmachen, hier die Veranlagungen auf den Kapitalmärkten seit über 10 Jahren entsprechend auch vornehmen. Es ist relativ einfach. Das Geschäftsprinzip hat darin bestanden, Vermögen, vor allem Wohnbaudarlehen in der Höhe von 8,2 Milliarden Euro an Banken zu verkaufen. Die haben dazumals 4,4 Milliarden Euro hingeblättert und diese 4,4 Milliarden Euro 20 Jahre zu veranlagen mit einem durchschnittlichen Zinssatz pro Jahr von um die 4,7%, dass man dann am Ende wieder diese 8,2 Milliarden Euro hat, ohne einen Verlust zu haben. Und in der Rechnung zur Halbzeit, circa 10 Jahre wird veranlagt, fehlt 1 Milliarde Euro. Wirtschaftsprofessoren sagen das, der Rechnungshof sagt das, alle, die rechnen können, sagen das. Und ich denke mir, da geht es nicht um eine polemische Diskussion, sondern sich zu überlegen, wie kommt man aus dieser Misere heraus. Und es ist so, dass meines Erachtens hier agiert worden ist wie bei einem Hedgefonds, wo man mit Schulden eben Veranlagungen tätigt, weil gleichzeitig auch die Schulden des Landes Niederösterreichs um einige Milliarden Euro angestiegen sind. Der risikoloseste Bereich ist zum Beispiel dieser Geldmarkt mit rund 18% von den Gesamtveranlagungen. Hier geht es letztlich ums Cash, das auch kurzfristig zur Verfügung zu stehen hat. Ein bisschen undurchsichtiger wird es dann schon bei den Unternehmensanleihen. Wir wissen nicht, und das geht auch nicht aus dem Feedback-Bericht hervor, in welchen Bereichen hier Unternehmensanleihen lukriert werden. Wir wissen nur, dass das auch international erfolgt. Aber auf was ich mich konzentrieren möchte, ist die Tatsache, dass in Niederösterreich bis heute dieses Spekulieren in japanische Aktien mit den Wohnbaugeld der Arbeitnehmerinnen, in Hedgefonds, in High-Yield-Bonds, also sprich in Hochrisikopapiere, weitergetan wird, das wäre nichts passiert. Und das ist meine Aufgabe, darauf hinzuweisen und zu sagen, Schluss damit, raus aus diesen Veranlagungen, Schulden zahlen, 1,5 Milliarde Euro sich dann noch aufbehalten, weil ich glaube, dass die Gemeinden dringend Geld brauchen für einen Investitionsschub. Welche politische Konsequenzen ziehen Sie daraus? Ja, eigentlich zwei. Also die eine Konsequenz ist, her mit diesem Spekulationsstopp, ordentliche Richtlinien in den Verfassungsrang, das hat für alle zu gelten, vom Bund beginnend bis zu den Gemeinden hinunter. Wenn eine Gebietskörperschaft Schulden hat, hat sie grundsätzlich überhaupt nicht zu veranlagen. Das ist einmal das eine. Und das andere, ich denke mir, dass die Menschen etwas zu entscheiden haben, auch in wenigen Wochen, ob sie weiterhin das unterstützen, hier sehr hochriskant mit ihrem Steuergeld zu spekulieren an den Börsen und Finanzmärkten dieser Erde, oder ob sie wollen, dass in die Zukunft unseres Landes investiert wird. Das ist eine grundsätzliche Fragestellung, die ich auch hier sagen möchte.